wollte heute weniger auf das Thema Flexibilität im herkömmlichen Sinne eingehen, also höhenverstellbare Tische und verschiebbare Wände, sondern eigentlich eher der Frage nachgehen, wie können Räume und Architekturen Bindungspotenziale freisetzen. Also die Frage eigentlich der Social Performance von Architektur und von Raum. Und dazu ein kurzer Flashback. Sie haben es gerade schon, oder du hast es gerade erwähnt. Ich bin die dritte Generation. Das ist ein Gebäude, was ich ganz kurz zeigen möchte, von meinem Großvater in München für Osram, deren Headquarter 1965 errichtet, was das Thema der Flexibilität im Sinne einer absolut freien Bürolandschaft nach Deutschland gebracht hat. Und hier, man sieht das im Grundriss sehr schön, eigentlich jede Form der Konfiguration, je nach Gruppengröße, möglich war. Was allerdings beschränkt war auf, ich würde mal sagen, ein Maß von 5 bis 15 Leuten. Und auch ganz interessant, der Chef, der sich hier immer noch in seinem Eckzimmer niederließ und der sehr genau wusste, wie seine Teams zu organisieren sind. Diese Damen hier, die wussten ganz genau, was da einzutippen ist. Und wenn dem nicht der Fall war, dann haben die sich zusammengesetzt und haben das ausgeknobelt. Der Umgang, man konnte damals noch rauchen, war auch ein wenig flexibler, dehnbarer. Die flexible, alles zulassende Möbellandschaft. Ganz interessant, das Gebäude ist inzwischen leider abgerissen, musste einem Wohnungsbau weichen, obwohl es unter Denkmalschutz stand. Aber das war die letzte Zwischennutzung noch vor dem Abriss, ein Flüchtlingslager. Das heißt, da wurden die Tische rausgeräumt und diese Cubicles quasi eingebaut mit den Bettenlagern für die Flüchtlinge, mit den Spinden und auch den entsprechenden sozialen Orten. Das hier ein kleiner Kindergarten. Also eigentlich ganz schön zu sehen oder fast schon ironisch ein bisschen den Drang nach auch Privatsphäre in diesen offenen, hochflexiblen, alles ermöglichenden Räumen. Ein Sprung ins letzte Jahr 2018, Merck, ein Innovationszentrum, was wir dort fertiggestellt haben. Da ging es darum, eine viel größere Anzahl von Leuten, das ist hier der Standort in Darmstadt mit fast 8000 Leuten, die für eine kurze Zeit projektbezogen in ein Gebäude zusammenzubringen, um an Ideen zu schmieden, Innovationen voranzutreiben und dann wieder in die jeweiligen Departments auszuschwirren. Also eine ganz andere Form der Arbeit, projektbezogen im Netzwerk, wo der Ausgang oft noch gar nicht so gewiss ist, wenn man sich an die Arbeit macht. Und ein weiteres Thema, dass es nicht nur darum geht, von Mensch zu Mensch zu sprechen innerhalb des Teams, sondern auch eine Synergie herzustellen zwischen den unterschiedlichen Teams, die sich dann in diesem Gebäude befinden und vielleicht an ganz unterschiedlichen Themen forschen und arbeiten und gar nicht voneinander wissen. Das hier, die Eindrücke von außen, eigentlich eine sehr simple Kubatur und man sieht dann schon, wenn man nach innen reingeht, wie sich da dieser Raum, dieser dreidimensionale Raum entfaltet. Das Ganze war sehr von innen nach außen geplant, diese Projektgruppen, es waren so zwischen 20 und 30 Leuten mit entsprechenden Projektflächen, kleinen Meetingräumen und so weiter, alles was dazugehört, zu so einer kleinsten Einheit. Und die Idee war dann, diese Projektflächen, man sieht das hier ganz schön, einmal über eine Brücke zu verbinden, also nicht in der Mitte ein Riesenatrium zu haben, was eher trennt, sondern eine Brückenverbindung und das Ganze dann in einer räumlichen Skulptur auch nochmal mit diesem Kleeblatt dreidimensional zu vernetzen. Also wenn man das mal vergleicht mit Osram, wo man die absolute Vernetzung eigentlich in der Ebene hatte, das Gleiche jetzt in der dritten Dimension, mit dem Effekt, dass nicht nur lokale Kopplungen stattfinden, sondern dass die Kurzschlüsse auch über größere Distanzen stattfinden können. Das Ganze hat was zu tun mit dem Thema auch der visuellen
Verbindung, also der, wie erkenne ich jemanden, ich komme mit jemandem ins Gespräch oder gehe auf ihn zu, wenn ich sein Gesicht noch erkennen kann. Das Ganze ist begrenzt auf ungefähr 40, 50 Meter. Danach weiß ich nicht mehr so recht, wer sich denn da eigentlich hinter einer Person verbirgt. Und das ist eigentlich immer das erste Entree. Und das muss man quasi in einem Gebäude aufrechterhalten. Also diese Awareness zu sehen, hoppla, da oben die Gruppe, da drüben das Team, da mein Kollege, um im richtigen Moment auf ihn zuzugehen und in Kommunikation zu treten. Und so ist dieses Gebäude ein Haus, was keine Türen hat, bis auf zur Toilette und in den Aufzug. Und das eigentlich von seiner Struktur her, diesen Gradienten von Konzentration zu Kommunikation abbildet. Je näher ich an der Fassade bin, desto eher habe ich die Plätze für Meeting, projektbezogene Arbeit, und je näher ich mich an die Mitte heranbewege, desto mehr bin ich eigentlich diesem dreidimensionalen Raum ausgesetzt. Das hier ein Blick in eine dieser Projektflächen mit diesen Meetingräumen im Hintergrund, und rechts sieht man schon diese Rampen, die dann die jeweiligen Geschosse miteinander verbinden, also die Räume für die Konzentration, und jetzt der Blick eigentlich in das Zentrum dieses Gebäudes, wo diese Brückentragwerke sich zu einer dreidimensionalen Struktur verweben. Das Ganze im Grundriss, hier nebenan noch das Mitarbeiterrestaurant, die Bilder, die Sie gerade gesehen haben, ist dieses Gebäude hier mit zwei Kernen, die haben wir ganz bewusst versteckt, um die Leute dazu zu animieren, zu Fuß sich eigentlich dieses Gebäude zu erlaufen, durchzuflanieren und auch teilweise mal den Zufall freien Lauf zu lassen, um in jemand anderen reinzulaufen. So, und das sind nochmal ein Blick hier in diese Projektflächen, und hier einer dieser vier vertikalen Lufträume, der die einzelnen Geschosse miteinander verbindet und der einen eigentlich vom Erdgeschoss unten bis ins oberste Geschoss diese visuelle Verbindung, diese Konnektivität ermöglicht. Also man hat eigentlich immer, wenn man sich durchbewegt, noch wie so einen Rucksack, den letzten Raum nimmt man mit sich und sieht vorne schon, wo die Reise weitergeht. Und was natürlich wichtig ist heutzutage, das gibt nicht nur diese Projektflächen, sechs an der Zahl, sondern auch Sonderfunktionen. Das hier ist die Library, wo Leute sich hinsetzen können, ein Buch lesen oder auch in kleinen Gruppen zur Arbeit zusammenkommen. Dann das ist auf dem obersten Geschoss eine Werkstatt, Werkstattbereich, wo getestet werden kann. Es gibt da Digitaldruckmöglichkeiten und die Möglichkeit, quasi die Ideen, die man unten generiert, oben live zu testen. Sogenannte Co-Creation Space, wo auch unterschiedliche Gruppengrößen spontan zusammenkommen für Meetings und Dinge solcher Art. So, und angeschlossen an dieses Gebäude ist auch noch ein Kantinenbereich, ein Mitarbeiterrestaurant mit einer kleinen Food Mall unten, das ist der Verbindungsgang. Da kann man sich vom Bäcker über den Metzger quasi stärken auf dem Weg zur Arbeit, und in den Geschossen oben hat man dann auch wieder in dieser Kleeblattform unterschiedliche Möglichkeiten, einmal sich das Essen zu holen und dann auch in diesen Bereichen sich hinzusetzen mit seinen Kollegen und Kolleginnen. So, nächstes Beispiel in Berlin für Zalando. Das Headquarter, was jetzt momentan bezogen wird, ist gerade in der Fertigstellung. Und da war die Aufgabe von der Dimension her ein bisschen größer. Folgende, ist eins der am schnellsten wachsenden Startups und auch eins der erfolgreichsten Startups in Deutschland, und die waren auf ganz Berlin verteilt und wollten all diese Departments jetzt quasi in ein Gebäude zusammenholen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Identitäten, da gibt es die Fashion-Leute, da gibt es die IT-Leute, da gibt es die Marketing-Leute, und diese teilweise auch ein bisschen unterschiedlichen Identitäten sollten zusammen unter ein Dach, sollten voneinander wissen, sollten voneinander spüren, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt zusammenarbeiten, und sollten aber gleichzeitig ihre unterschiedlichen Identitäten auch aufrechterhalten. Also es war so ein bisschen dieses Bild einer Hausbesetzung, dass eigentlich eine
so ein Loft, ein sehr simpler Raum, der eine Stage, die noch viel offen lässt, dann die unterschiedlichen Formen der Besetzung zulässt. Und im Dialog mit dem Bauherrn eigentlich die Vorstellung, ein Stückchen Stadt in dieses Gebäude reinzuholen. Diesen Begriff des Office Urbanisms, also all die urbanen Elemente, die die Zalando-Mitarbeiter davor in den Berliner Hinterhöfen und sonst wo hatten, das in dieses Gebäude hineinzutragen. Und ebenfalls, wie gerade schon bei Merck erwähnt, einen Gradienten, eigentlich einen nahtlosen Gradienten von meinem privaten, konzentrierten Raum, der Klosterzelle und dem Kreuzgang, quasi dem Raum, dem öffentlichen Raum, wo ich mich austausche, wo ich in andere Leute reinlaufe, das quasi zu orchestrieren. Und so entstand die Idee eines vertikalen Marktplatzes, der quasi über alle Geschosse hinweg dieses Gebäude und die einzelnen Flächen miteinander verbindet. Das ist der Eingang, so kommt man unten rein, ist erstmal sehr öffentlich. Das Unternehmen wollte sich aber schon mit all seiner Identität und mit seinen Qualitäten schon zeigen. Und dass dann dieser vertikale Raum mit diesen Vor- und Rücksprüngen, der quasi auf jedem Geschoss die sogenannten Living Rooms miteinander verbindet und eigentlich in einer endlosen Spirale von unten bis nach oben führt. Hier sieht man die, auf jedem Geschoss ist einer dieser Living Rooms quasi, die springen um diesen zentralen Raum herum und haben vom Kicker über Espressomaschinen und so weiter alles zu bieten für den informellen Austausch, also alles, was quasi nicht, was nicht geplant ist. Die Idee, das ist hier der Prinzessinnengarten Berlin-Kreuzberg, auch unterschiedliche Qualitäten dieser Stadt in dieses Gebäude reinzuholen und jedem Geschoss auch eine eigene Identität zu geben. So, und dieser zentrale Marktplatz ist dann verbunden über ein Netzwerk von Straßen, was in die jeweiligen Arbeitsbereiche führt. Entlang dieser Straßen hat man natürlich die entsprechenden noch Möglichkeiten, auch zu telefonieren, sich hinzusetzen, anderes zu machen, und gelangt dann so in die jeweiligen, wir haben das Nachbarschaften genannt, also diese boomerangförmigen, letzten Endes hier Arbeitsbereiche, die sich um diese nach außen gekehrten Höfe dann immer angliedern. Mit perfektem natürlich Tageslicht und auch abgeschieden von dem Treiben dieses zentralen Atriums. Und ich bin neulich mal durchgelaufen, es war wirklich spannend. Also man hat sich, einmal verliert man sich ein bisschen, weil man erstmal die Orientierung verliert durch den 45-Grad-Dreh. Das ist ja in Berlin, ist ja alles quadratisch praktisch gut normalerweise, sehr ungewohnt. Und dann hat das Gebäude wirklich eine tolle Dimension, wie in so einer Stadt, wo sich Räume öffnen und schließen und sich ganz unterschiedliche Angebote auftun. Und das sind hier, die sind schon ein bisschen älter, aus dem Dezember geschossen, Fotos von der Baustelle. Also hier sieht man einmal, wie man unten in dieses Gebäude reinkommt und wie sich dann dieser Raum in die Vertikale entfaltet. Und auch hier für eine viel höhere Anzahl von Mitarbeitern, aber auch wieder dieses Thema der Awareness, dieser Kopplungsmöglichkeit zulässt. So sieht das Ganze von außen aus. Werden also die letzten Fassadenelemente angebracht. So, und schließen würde ich gerne mit einem auch aktuellen Projekt, was wir bearbeiten, für ehemals OVG, die heißen jetzt The Edge, in Hamburg, in der Hafen City. Das ist eine von der Kubatur relativ vorbestimmte Form gewesen, ein Hochhaus mit so einem Block. Und hier war auch der Bauherr, der sagte, ich habe keine Ahnung, also das war quasi nicht für Eigennutzung gedacht, keine Ahnung, wer hier in 5 oder in 10 Jahren in diesem Gebäude arbeitet. Das kann ein Single-Tenant sein, der seine Einzelbüros haben möchte, kann aber genauso sein, dass wir da eine riesen WeWork-Bude draus machen. Also macht mir ein Gebäude, entwerft mir ein Büro, was das alles zulässt und was das alles abbildet. Und wenn man mal die Halbwertszeiten von Unternehmen heute nimmt, dann ist das eher die Norm als die Ausnahme. Und darüber hinaus kam für uns auch ein bisschen neu ein Verständnis eigentlich dazu,
ein Gebäude nicht mehr nur noch als einen Raum zu verstehen, wo man hingeht, seine Arbeit verrichtet, abends wieder nach Hause, sondern dass eigentlich da unten eigentlich das Gebäude als Service Provider, das ist wie so ein Hotel oder so ein Club, da kann man seine Wäsche waschen lassen, einkaufen, ob man das selber so machen würde und wollte, sei mal dahingestellt. Aber das wird quasi um diese soziale, gesellschaftliche nochmal Dimension oder auch kommerzielle Dimension nochmal erweitert. So, und das hat sich dann, oder das war unsere Idee, hat sich dann als diese Spirale eigentlich durch dieses Gebäude durchgezogen, sodass auf jedem Geschoss eine Möglichkeit war, sag ich mal, in diesen öffentlichen Raum herauszutreten und entweder Sport zu machen oder ein Bier zu trinken oder seine Freunde zu treffen. Einmal als Positiv und einmal als Negativraum, also wieder der Negativraum eigentlich als der Raum, der notwendig ist, um diese Kopplungen herbeizuführen und zuzulassen. Also da stimme ich auch nicht ganz mit, was war vorhin, hatten wir gehört, Form follows Behavior. Ich würde eher sagen, dass die Form das Behavior triggert, dass sie das antreibt. Hier sieht man das mal, all diese unterschiedlichen Plattformen, die sich quasi durchs Gebäude bis aufs Dach nach oben hin durch spiralen. Und dann der Grundriss, super hardcore, modular, funktional und quasi wie so ein, ja, wie so ein Tetris-Raumfachwerk, eigentlich nur so ein Skelett, was auf unterschiedlichste Arten und Weisen dann belegt werden kann. Und eine zweite Sache war hier für uns auch noch ganz interessant. Das Thema, die sind Smart Office, wo die ja Vorreiter sind. Mit einmal der Idee natürlich, dass man über Sensoren und so weiter Licht steuern kann, gucken kann, dass die Putzfrau in keinen Meetingraum reingeht, der nicht benutzt wurde. Aber das auch zu nutzen, um das Verhalten der User zu tracken. Und um da, wenn ich jetzt vorhin mal gesprochen habe von der visuellen Konnektivität, der Brücke bauen, um Kommunikation zuzulassen, da in Zukunft natürlich jetzt mal über das rein Physische auch noch das Virtuelle mit dazukommt. Also, dass ich mich jederzeit mit meinem iPhone lokalisieren kann. Das ist meistens eigentlich der Fall, wenn man öfters in einem Gebäude ist. Das ist, glaube ich, noch relativ easy. Aber auch festzustellen, wo könnten denn momentan spannende Events sein, die in diesem Gebäude stattfinden, oder wo sitzen Kollegen, die vielleicht auch gerade auf Kommunikation gepolt sind und wo könnte ich die treffen. Also eine nochmal Erweiterung dieser Dimension um eine ganz neue. Ich glaube, da sind wir noch ziemlich am Start auch im Sinne von dem Verständnis und auch wie man sowas nutzen kann. Aber sehr, sehr spannend, vor allem natürlich, wenn man sich auch vertikale Strukturen anguckt, wo vielleicht diese räumlichen Verbindungen nicht so möglich sind. Also, wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehe zu meinem Großvater, würde ich behaupten, dass sich der Arbeitsplatz als solcher gar nicht großartig verändert hat. Inzwischen haben wir höhenverstellbare Tische und können klappen und so weiter. Das ist alles natürlich ein Riesenmehrwert und toll und auf Nahdistanz nochmal sehr viel flexibler auch. Aber ich würde argumentieren, dass sich der Weg dorthin, dass das eigentlich dasjenige, das Element ist, was den größten Wandel und den größten Vorsprung da reinbringt. Gegenüber dieser sehr zweidimensionalen Geschossigkeit hin zu einer dreidimensionalen Architektur. Vielen Dank. Das Büro also funktioniert wie eine Stadt, kann man das so sagen, mit einer Stadt, die alles in sich trägt, sozusagen. Ist das das, was man von einem Büro heute erwarten muss? Ich glaube nicht, dass es alles, was eine Stadt hat, in sich tragen muss. Das wäre wahrscheinlich nicht möglich, aber dass das Angebot, was ich in der Stadt habe, zwischen Öffentlichkeit und Privatheit, das frei zu wählen, und auch dazwischen, zwischen diesen beiden Polen mich hin und her zu bewegen, wenn ein Gebäude das leistet, dann glaube ich, kann man von einem Stückchen Urbanität in einem Haus sprechen. Ja. Also sprich dann wirklich der Weg dorthin, das ist dann das Entscheidende. Also der Arbeitsplatz an sich
bleibt ja da. Irgendwann muss man ja auch mal arbeiten neben den ganzen Besprechungen, nicht wahr? Irgendwann hat einer mal zu mir gesagt in einer Besprechung, wir besprechen zu viel, wir wissen gar nicht, wann wir arbeiten sollen. Ja, ja. Ne? Aber gut. Nein, ich meine, den Arbeitsplatz, den wird es als solch natürlich immer geben. Aber die Idee ist ja heute, dass man nicht den ganzen Tag an seinem Arbeitsplatz sitzt, sondern je nach auch Aktivität sich durchs Gebäude bewegt und dann die entsprechenden Räumlichkeiten dafür aufsucht. Vorhin im ersten Vortrag haben wir gehört, Form follows Behavior, und du hast gerade gesagt, eigentlich ist es gerade umgekehrt, wenn ich es richtig verstanden habe, Behavior follows Form. Kann man das so sagen? Ja, nicht voll, also ja, letzten Endes dann schon, wenn es mal in den Ton gegossen ist, dann können wir können uns der Architektur ja nicht entziehen. Wir sind auch physisch und jetzt müssen diesen Raum hier, der übrigens ein toller Raum ist, aushalten. Also insofern ist man dem schon erstmal ausgesetzt, aber ich sehe Architektur nicht als Resultat von Verhalten, sondern schon eigentlich als ein, für mich ist das beste Change quasi Mittel und insofern schon etwas, was Verhalten auch merklich beeinflusst. Also merken wir übrigens auch bei diesem Projekt Merck, die davor gewohnt waren, in Einzelbüros zu arbeiten und die fast ein bisschen überfordert sind jetzt mit diesem Gebäude. Also das ist, geht, glaube ich, bedingt sich gegenseitig. Wie beobachtest du das letztendlich? Ist das eine Generationenfrage auch? Man sagt ja so, die Alten sind die, die eher ihr Zellenbüro haben möchten, die Jungen sind die, die dann mit so ein bisschen flexibel sind und so weiter. Ist das, beobachtet ihr das auch so? Kann man das so sagen? Ja, ich denke wahrscheinlich, also ich würde es nicht so generalisieren. Mein Vater, der sitzt inzwischen auch gerne in einem offenen Raum. Wahrscheinlich sind wir, ich bin ja auch schon, gehört zur älteren Generation schon, aber die jüngere Generation ist wahrscheinlich eher damit aufgewachsen, auch mit mobilen Devices rumzudüsen, mobiler sich durch so einen Arbeitsalltag zu bewegen. Insofern fällt es denen wahrscheinlich leichter, sich mit ihrem Laptop mal in irgendeiner Cafeteria niederzusetzen, als jetzt einem schon altgedienten Mitarbeiter. Mag sein, dass das korreliert, ja. Du hast gerade deinen Vater erwähnt. Wie sitzt ihr zwei bei euch im Büro? Beschreib mal deinen Arbeitsplatz, bitte. Ja, wir sind ja zum Glück an zwei Standorten. Ne? Also ich komme nicht aus München, sondern aus Berlin, / Peking, heute her. Und mein Vater ist in München, unserem Hauptstandort. Und ich sitze mitten im Team auf einer großen Fläche. Und mein Vater hat sein Einzelbüro. Also insofern, ja, kann man sagen, ist das klassisch. Ja. Ja. Und die Trennung ist unter Umständen auch nicht verkehrt. Ne, die ist ganz gut so, ja. Sagt man ja so. Vielen Dank, Martin Henn, für den schönen Vortrag. Danke auch.